Das Angebot an Schärfhilfen zum Schärfen von Werkzeugen ist sehr vielseitig und reicht von der einfachen Zwei-Backen-Führung bis hin zur vielseitig einsetzbaren Lee-Nielsen-Schärfführung. Das Grundprinzip der meisten Schärfhilfen ist recht ähnlich. Das Werkzeug wird in der Schärfhilfe mit einem festgelegten Überstand eingespannt. Die Länge dieses Überstandes und der Abstand der Spiegelseite zum Auflagepunkt der Schärfhilfe auf dem Schleifstein ergeben den Phasenwinkel, in dem die Werkzeugschneide geschärft wird. Bei gängigen Phasenwinkeln, wie beispielsweise 22 und 25 Grad für Hobeleisen und 30 Grad für Stemmeisen, erleichtert ein Anschlagbrett mit festen Überständen das Einspannen der Werkzeuge. Beim Veritas Schärfsystem 2 vereinfacht eine Schnelleinstelllehre das Einspannen und sorgt gleichzeitig für eine rechtwinklige Position des Werkzeugs in der Schärfhilfe. Zudem kann bei diesem Schärfsystem durch einfaches Drehen der Messingrolle der Neigungswinkel zum Anschleifen einer Mikrophase um bis zu 2 Grad erhöht werden. Auch mit anderen Schärfhilfen wie der Lee-Nielsen-Schärfführung können Sie Mikrophasen anschleifen. Dazu wird einfach ein Distanzklotz zwischen Anschlag und Werkzeugschneide gelegt und so der Überstand geringfügig verkürzt. Die Lee-Nielsen-Schärfführung bietet außerdem austauschbare Spannbacken. Damit können Sie die Schärfführung auch für anspruchsvolle Schärfaufgaben einsetzen. Weitere Anleitungen und Tipps zum Schärfen finden Sie auf richtig-schärfen.de. Für perfekte Ergebnisse erlernen Sie das Schärfen unter professioneller Anleitung in einem Diktum-Schärfkurs.